Ganz herzlich willkommen an der Hochschule für Gesellschaftsgestaltung. So voll war der Raum hier lange nicht mehr. Ich begrüße ganz herzlich zur Veranstaltung Queere Theorien mit Mike Laufenberg. Mein Name ist Daniela Gottschlich und unsere Hochschule ist relativ klein. Wir beschäftigen uns aber mit den großen Themen dieser Welt, wie wir nämlich unsere Gesellschaft nachhaltig gestalten können. Und ganz wesentlich ist dafür bei der Bewältigung von komplexen Problemen die Kooperation. Umso mehr freue ich mich, dass dies heute Abend eine Kooperationsveranstaltung ist von der Hochschule für Gesellschaftsgestaltung mit der Universität Koblenz und dort namentlich mit dem Institut für Soziologie und auch dem Lehrbereich Politische Wissenschaft am Institut für Kulturwissenschaft. Und Ina Kerner und Katharina Hayek sitzen hier vorn. Ich freue mich auf mehr von dieser Art von Kooperation. Und dann freuen wir uns ganz besonders, dass die Queerbeauftragte der Stadt Koblenz heute Abend auch da ist. Patricia Pederzani wird auch noch was sagen. Dann geht es los. Ja, vielen Dank. Ich bin Patricia Pederzani, die amtierende Queerbeauftragte hier von Koblenz. Alle, denen das Amt nichts sagt, ich bin quasi der Schlüsselpunkt zwischen der queeren Community, zwischen den queeren Vereinen und Gruppen und der Stadt. Ich bin auch nicht von der Gleichstellungsstelle gewählt, sondern vom Stadtrat tatsächlich. Aber ich bin der Gleichstellungsstelle unter quasi. Ich bin Teil von der Gleichstellungsstelle. Ich bin begeistert, wie viele Menschen heute hier sind. Hatte das so tatsächlich gar nicht erwartet, dass so reges Interesse besteht. Das ist wirklich Wahnsinn. Vor allen Dingen, wenn man bei uns jetzt gerade bei den queeren Vereinen, gerade hier in Koblenz, gerade sehen muss, da ist es leider Gottes etwas mau im Moment. Wir kämpfen sehr mit dem Ehrenamt. Ich danke Ihnen allen dafür, dass Sie da sind. Ich danke allen, die interessiert sind an Studiengängen. Ich danke der Hochschule, dass dieser Studiengang überhaupt hier angeboten wird. Das ist ein unfassbar wichtiger Studiengang. Und ich danke vor allen Dingen auch Mike sehr, dass er heute sein Wissen hier mit uns teilen wird. Und freue mich auf einen großartigen Abend. Queer Studies, queere Theorien. Das ist tatsächlich ein unfassbar wichtiges Thema, gerade auch für Menschen wie mich als politische Aktivistin und gerade in Zeiten, wo eben der Rechtspopulismus so stark ist und gerade in Zeiten, wo eben auch ganz viele falsche Informationen, falsche geschichtliche Aspekte, Fehlinformationen gestreut werden, vor allen Dingen von Rechtspopulisten, um die queere Community eben in der Gesellschaft zu denunzieren, unsichtbar zu machen oder ich sag mal sogar im schlimmsten Falle zum Feind zu machen. Gerade in den Zeiten ist ein Studiengang wie dieser hier und ihre wissenschaftlichen Ergebnisse, historischen Daten, die eben hierdurch kommen, unsagbar wichtig für Menschen wie uns, um eben zu argumentieren und zu zeigen, es gibt queere Menschen in unserer Gesellschaft, es hat sie immer gegeben, sie waren niemals nie existent und sie können und dürfen auch in Zukunft nicht unsichtbar gemacht werden. Ich danke Ihnen vielmals und ich freue mich auf diesen gemeinsamen Abend. Vielen Dank. Herzlichen Dank. Ich sage jetzt noch was über Mike, der gesagt hat, ich habe ihn gefragt, was ist dir wichtig? Und er hat gesagt, wir halten es klassisch und es wird jetzt auch klassisch. Mike hat Soziologie und Politikwissenschaft in Bonn und Berlin studiert, dann in Berlin am Zentrum für interdisziplinäre Frauen- und Geschlechterforschung der TU Berlin mit einer Arbeit über Biomacht und Sexualität promoviert. Die ist 2014 bei Transkript erschienen und Ina Kerner hat sie als Zweitgutachterin begleitet. Also auch da ist schon früh da eine Verbindung gestiftet worden in Berlin. Danach ist Mike als wissenschaftlicher Mitarbeiter an der TU Berlin geblieben. Seit 2019 ist er in Jena an der Friedrich-Schiller-Universität, hatte zwischendrin Vertretungsprofessuren in Wien und in Frankfurt am Main. Und neben Queer- und Geschlechterforschung liegen seine Arbeitsschwerpunkte auch in der Wohlfahrts- und Care-Forschung,
der Kapitalismus und Gesellschaftstheorie und sehr spannend in der intersektionalen Ungleichheitsforschung. Und wer dazu mehr wissen will, kann das bestimmt auch im Nachgang noch vielleicht beim Essen mit Mike weiter vertiefen. Mike, nun ist die Bühne deine. Wir freuen uns wirklich sehr. Ja, vielen, vielen herzlichen euch allen für die freundliche Einladung erstmal und für den warmen Empfang und auch für das Grußwort. Noch einen ganz besonderen Dank. Ich bin auch wirklich sehr, sehr begeistert, dass so viel Interesse ist heute Abend an der Veranstaltung. Ich dachte mir vielleicht erstmal einzusteigen mit der Frage, warum eigentlich 2022 bzw. 23, also die Einführung ist 22 erschienen und dann im letzten Jahr der Sammelband zu den Queer Studies. Warum eigentlich 22, 23 gleich zwei Bücher zur queeren Theorie? Und interessanterweise sind eben die Ideen für diese beiden Projekte relativ so im selben Zeitraum entstanden. Und vielleicht das auch sagen. Ina Kerner ist im wissenschaftlichen Beirat auch von der wunderbaren Junius Einführungsreihe und so kam also auch die Anfrage zustande, ob ich Lust hätte und Zeit hätte, auch diesen Band zu schreiben. Und der Band, den ich mit Ben Trott zusammen herausgegeben habe, der bei Sokamp erschienen ist, ist natürlich vom Genre her ganz anders. Es ist in dem Sinne keine Einführung in das Feld der queeren Theorien, sondern es ist ein Band mit Texten, die wir als Schlüsseltexte identifiziert haben, der anglophonen Queer Studies und die bis dato nicht ins Deutsche übertragen waren oder mit zwei Ausnahmen nur in Auszügen übersetzt waren. Und das fanden wir irgendwie relativ erstmal als Ausgangsbeobachtung relativ kurios eigentlich festzustellen, dass nachdem es ja schon einige Jahrzehnte queere Theorien gibt, viele oder eigentlich fast alle der wichtigsten zentralen Texte, die die internationale Debatte geprägt haben, gar nicht ins Deutsche übersetzt waren. Und unsere Vorstellung oder Vermutung war eben auch, dass dieses eben Nicht-Vorhandensein von wichtigen Texten auch zu gewissen Rezeptionsbarrieren geführt hat. Und wenn wir die deutschsprachige Rezeption angucken der Queer Studies, dann sehen wir eben auch, dass bestimmte Autorinnen, bestimmte Werke sehr stark präsent sind in der Diskussion und mit denen wird auch an den Unis viel gearbeitet, sind sogar in der Öffentlichkeit bekannt. Also Judith Butler ist natürlich das herausragende Beispiel, weil Butlers Arbeiten sämtlich, also alle Buchwerke zumindest, übersetzt sind ins Deutsche und auch schon sehr früh. Das heißt, diese Übersetzung hat dazu geführt, dass auch der Diskurs über Queer Studies in Deutschland sehr stark durch eben den Zugang von Butler dominiert war. Und uns war es wichtig, bei der Auswahl der Texte darauf zu achten, dass wir einmal die Heterogenität der Queer Studies dadurch irgendwie ein Stück weit einfangen. Also es gäbe irgendwie noch sehr viele andere Schlüsseltexte. Wir könnten im Grunde direkt einen zweiten Band hinterher publizieren. Von daher war das auch keine ganz einfache Auswahl. Aber was uns wichtig war, ist eben erstmal zu sagen, wir wollen so ein Stück weit diese Heterogenität sichtbar machen der Queer Studies. Und ein zweites Kriterium war, dass wir Texte ausgewählt haben, von denen wir denken, dass sie die internationalen Queer Studies auch wirklich theoretisch sehr stark mit inspiriert haben und da auch einen Einfluss entfaltet haben. Also ein Beispiel etwa ist ein wichtiger Text von Roderick Ferguson, der die sogenannte Queer of Color Kritik stark mitentwickelt hat im anglophonen Kontext. Ein anderes Beispiel ist ein Text von Gayatri Gopinath, die viel, also vor allem in der Gender- und Migrationsforschung zu Hause ist und die ein ganz wichtiges Konzept entwickelt hat, das die queere Migrationsforschung stark beeinflusst hat, nämlich das der queeren Diaspora, wo sie im Grunde zeigt, dass die queere Diaspora eine Formation ist, die sich herausbildet, von der aus dieser Zusammenhang zwischen Nationalismus, Nation und Heteronormativität angefochten werden kann. Wir haben einen Text von Robert McClure, der so im Schnittfeld Queer Studies, Disability Studies arbeitet und der also in den 90er Jahren erstmals einen Text vorgelegt hat, der versucht, es systematisch
zusammenzudenken. Also sexuelle Normen, Geschlechternormen und Normen von Gesundheit und Ability. Und so haben wir sozusagen ganzen Korpus von Texten ausgewählt. Lee Edelman, vielleicht sagt es einigen von euch, was der Name, der für die englischsprachige Diskussion sehr wichtig ist, in Deutschland kaum rezipiert ist. Munoz, José Esteban Munoz, ein weiteres Beispiel. So haben wir also versucht, im Grunde auch die, nicht nur die Vielseitigkeit, sondern auch sozusagen die Mehrdimensionalität, in der eigentlich queer gedacht wird in der anglophonen Diskussion, also sozusagen über Sexualität und Geschlecht nachzudenken, aber immer im Zusammenhang auch mit anderen Kategorien wie Race, wie Nation und auch Klassenverhältnisse. Und das fanden wir eigentlich ganz spannend, dass wir gesehen haben, in der internationalen Debatte hat eigentlich schon sehr früh in den 90er Jahren eine Diskussion eingesetzt, die versucht hat, queere Theorien stärker im Kontext von Kapitalismus auch zu entwickeln. Und diese Spur eigentlich des Materialismus innerhalb der Queer Studies fanden wir sehr spannend, weil im Grunde auch in der deutschsprachigen Diskussion ganz oft das eigentlich als so zwei entgegengesetzte Theorieströmungen diskutiert wurde. Also bei Queer geht es vor allem um Sprache, um Diskurse, um Kultur, um Repräsentationen, Identitäten vielleicht noch. Oder nicht vielleicht, also sogar sehr zentral um Identitäten, aber auch wieder sehr im Hinblick auf Fragen, wie werden Identitäten repräsentiert und so weiter. Und es ist auch nicht von der Hand zu weisen, dass in den ersten Jahren, als sich dieses Feld konsolidiert hat, der Queer Studies, dass materialistische Fragestellungen auch nicht so stark im Vordergrund standen. Und diese Beobachtung, dass sie am Anfang eigentlich nicht so stark präsent waren, dass es dann Debatten gab in den 90ern und dass aber seit der letzten Weltwirtschaftskrise 2007, 2008 plötzlich materialistische Perspektiven in den Queer Studies, möchte ich schon sagen, fast wieder also dominant werden, ja, das eine interessante Entwicklung ist, die ich versucht habe, dann auch in diesem Einführungsband irgendwie nochmal aufzuarbeiten. Und heute werde ich vor allem eben über den Einführungsband sprechen, beziehungsweise einige Perspektiven vorstellen, die ich dort entwickelt habe, um eben doch dieses sehr heterogene Feld der Queer Studies irgendwie auch überhaupt erstmal zu fassen zu kriegen, ja, so ein bisschen zu ordnen, zu sortieren, zu systematisieren. Und ich habe mir überlegt, das in drei Schritten zu machen. Im ersten Schritt möchte ich überhaupt erstmal einsteigen damit, was ist überhaupt dieser queere Gedanke, dieser queere Moment? Ja? Und da möchte ich auch einen kurzen Teil aus dem Buch vorlesen, weil ich dachte, wenn es schon mal um eine Buchpräsentation geht, dann ist es eigentlich auch erlaubt, sonst ist es eigentlich auf so akademischen Vorträgen nicht so gern gesehen, wenn Texte vorgelesen werden, die es schon gibt. Aber ich denke, darum, es geht ja auch ein bisschen darum, vielleicht einen Eindruck zu vermitteln, wie eigentlich dieses Buch geschrieben ist. Und deswegen habe ich mich entschieden, sozusagen zwei Stellen vorzulesen. Und zwar rahmen die meine Ausführungen. Also jetzt am Anfang lese ich etwas und dann zum Ende hin. Und in gewisser Weise rahmen diese Stellen auch das Buch selbst, weil nämlich die erste Stelle aus der Einleitung ist und die zweite Stelle dann aus dem letzten Kapitel. Und sie verdeutlichen oder sie sollen zumindest verdeutlichen, dass queere Theorien ja entstanden sind in einem engen Austausch, in Auseinandersetzung eigentlich einmal mit gesellschaftlichen Machtverhältnissen, in denen es um Regulierung geht von Sexualität, von Geschlecht, aber auch mit den Kämpfen der Bewegungen, die eben darauf eine Antwort herausgebildet haben. Und beides wird sich sozusagen jetzt auch in der Auswahl der Stellen, die ich ausgesucht habe, wird sich dann auch widerspiegeln. Genau, deswegen lege ich einfach mal los. Das ist sozusagen jetzt auch, wie das Buch beginnt. Es war Anfang der 1990er Jahre, als die Literaturwissenschaftlerin Eve Kosofsky-Sedgwick, genau hier ist Sedgwick zu sehen in einer wundervollen Fotografie von 97. Es war also Anfang der 1990er Jahre, als Eve Kosofsky-Sedgwick davon sprach, dass eine queere Zeit angebrochen sei. In den lesbischen und schwulen Gegenöffentlichkeiten der USA war Queer plötzlich omnipräsent. Es zierte die T-Shirts von AktivistInnen,
auf Demonstrationen und die Titelseiten einschlägiger Szenemedien. Auch die Mainstream-Presse griff den Begriff allmählich auf und er fand Eingang in den akademischen Diskurs, wo sich Konferenzen, wissenschaftliche Zeitschriften und bald ganze Buchreihen mit queerer Theorieproduktion befassten. Queer. Ein Adjektiv, das zu Deutsch so viel wie seltsam, falsch oder pervers bedeutet und das ursprünglich in verleumderischer Absicht verwendet wurde, um Lesben, Schwulen und Transpersonen verächtlich zu machen, wurde von eben diesen auf eine konfrontative und selbstbewusste Weise angeeignet. Queer avancierte zum Emblem eines rebellischen Lebensgefühls und einer gegenkulturellen Ästhetik, die sich in Literaturclubs und Low-Budget-Filmen etwa niederschlugen. Das Wort verband sich mit einer Reihe von Affekten, mit der Lust, gemeinsam Politik zu machen und dabei das Tanzen nicht zu vergessen, mit der Trauer und Wut angesichts homo- und transfeindlicher Gewalt und der Frustration mit der liberalen, homosexuellen Bürgerrechtspolitik, die an den Ursachen dieser Gewalt kaum etwas zu ändern vermochte. Queer stand für das Versprechen, das Leiden an der gesellschaftlichen Normalität zu beenden, ohne selbst normal werden zu müssen. Es war die kompromisslose Bezeichnung für ein Denken, ein Begehren und eine Politik, die sich gegen das richteten, womit man am wenigsten zu schaffen haben wollte, das straighte Leben. Doch auf dem kurzlebigen amerikanischen Marktplatz der Bilder, so Cedric, das ist ein Zitat, wird der queere Moment, wenn er heute da ist, vielleicht genau aus diesem Grund morgen schon wieder verschwunden sein, mutmaßte Cedric damals. Auch andere prognostizierten, die Zeit von Queer werde voraussichtlich schneller vorüber sein, als seine Etablierung gebraucht hatte. Dem Begriff werde dasselbe Schicksal wie andere politische Kampfbegriffe ereilen und deren Wert sich schneller abnutzt, als er sich beweisen kann. Jedoch rief Sedgwick die Vergänglichkeitsthese rhetorisch eigens auf den Plan, um ihre Gegenbehauptung aufzustellen. Das nämlich, und so das Zitat von Sedgwick, etwas an Queer unauslöchlich ist. Queer, so Sedgwick, ist ein anhaltender Moment, eine Bewegung, ein Motiv, wiederkehrend, wirbelnd, beunruhigend. Was mich jetzt interessiert hat, ist im Grunde eigentlich dieses Statement oder diese Behauptung von Sedgwick an den Anfang zu stellen und dem auf die Spur zu kommen. Ist es eigentlich wirklich so, wenn ein Mensch eine Einführung schreibt in dieses Feld, wäre das natürlich erstmal relativ nützlich, zu denken, das, was dort an Arbeit reinfließt und Zeit in ein Buch, hat irgendwie auch noch was zu tun sozusagen mit der Gegenwartsgesellschaft und ist nicht etwas, was vielleicht in einer kurzen Zeitspanne irgendwann mal Anfang der 90er Jahre in den USA irgendwie der letzte Renner war, aber heute eigentlich schon mehr oder weniger wieder passé. Und deswegen habe ich mich gefragt, wenn das stimmt, woran könnte das denn liegen, dass so ein queerer Moment nach wie vor anhält und eben noch nicht vergangen ist? Und es sind meines Erachtens drei Gründe, so schreibe ich in der Einleitung, die es gibt, warum der queere Moment bislang nicht erloschen ist. Und die Stelle lese ich auch nochmal. Zum einen hat sich queere Theoriebildung seit ihren Anfangen nämlich als streitbar und lernfähig erwiesen, als wandelbar. Also heute, ich hatte das am Anfang schon angekündigt etwa, gibt es im queeren Kontext eben gesellschaftstheoretische Ansätze. Es gibt auch eine Dezentrierung dieses Fokus auf die USA zugunsten von transnationalen, globaleren Perspektiven. Also ein Kapitel in diesem Buch befasst sich genau auch mit diesen ganzen Fragen von Transnationalität, von Kolonialismus, dem Erbe des Kolonialismus und Migration. Das ist also sozusagen ein Grund, warum ich denke, warum eigentlich dieser queere Moment weiterhin anhält. Ein zweiter Grund ist, und hier lese ich jetzt wieder, dass die gesellschaftlichen und politischen Bedingungen, die queer vor mehr als 30 Jahren als theoretischen Begriff und politischen Horizont hervorgebracht haben, in abgewandelter Form immer noch anhalten oder wiederkehren.
Dazu werde ich heute auf jeden Fall auch ein bisschen mehr erzählen, weil da geht es um die gesellschaftspolitischen Rahmenbedingungen eigentlich von queerem Denken, die auch Patricia ja schon angesprochen hat. Der dritte Grund, warum ich denke, warum dieser queere Moment nach wie vor anhält, ist, und hier lese ich wieder, der womöglich entscheidende Grund dafür, warum die Zeit von queer immer noch die unsere ist, liegt aber darin, dass die in ihr enthaltenen Möglichkeiten und Wünsche uneingelöst geblieben sind. Eine radikale Umgestaltung der Gesellschaft, die darauf abzielt, queeres Leben in all seinen Erscheinungsformen aktiv zu befördern und auszuweiten, steht noch immer aus. Die Möglichkeiten, ohne Angst vor Gewalt, nicht nur am, sondern im Leben zu sein und sich in Beziehungen zu anderen und zur Welt auf lustvolle Weise zu entfalten, bleiben für diejenigen, deren Sexualität und Geschlechtsausdruck von den herrschenden Normen abweichen, weiterhin drastisch eingeschränkt und in hohem Maße unerfüllt. Ich habe in der Einleitung dann auch so etwas gemacht wie erstmal sozusagen aufgefächert, was waren eigentlich die gesellschaftspolitischen Rahmenbedingungen damals um 1990, als die Queer Studies entstanden sind, mit diesem Namen zumindest entstanden sind. Und ich habe festgestellt, dass die an vielen Stellen den heutigen gesellschaftlichen Bedingungen sehr ähnlich sind. Ja. Wir haben sozusagen eine Zeit, in der es so etwas gibt, was wir heute vielleicht eine multiple Krise nennen. Es sind sozusagen, wir haben die AIDS-Krise. Wir haben aber auch eine Zeit, in der es sozusagen im Zuge des Neoliberalismus zu einer ausgeweiteten Prekarisierung kommt von wachsenden Teilen der Bevölkerung. Und wir sehen, dass auch in dieser Zeit es schon, also vor allem verstärkt durch AIDS-Krise und aber diese allgemeine Prekarisierung, dass es der gesellschaftlichen Rechten gelingt, über diese Themen von Sexualität, Geschlecht, Familie, sozusagen frustrierte Teile der Arbeiterinnschaft für im Grunde ein revanchistisches politisches Projekt zu gewinnen. Dass also die Errungenschaften, die die Schwulen- und Lesbenbewegungen, Transbewegungen in den 70er, 80er Jahren erkämpft haben, auch drastischerweise sozusagen wieder versucht hat, zurückzudrängen. Also das, was wir so als Backlash bezeichnen. Und interessant ist aber auch, und das ist schon eine Parallele, ja, zu der heutigen Zeit, aber eine interessante zweite Parallele ist, dass damals zu jener Zeit diese Konflikte um Sexualität und Geschlecht nicht nur in der allgemeinen Gesellschaft und Öffentlichkeit stattfanden, sondern auch die Bewegungen selbst gespaltet haben. Und auch da sehe ich eine Parallele zu heute. Also Auseinandersetzungen, damals waren das, also es gibt ja diesen Begriff der Sex Wars, ja, vielleicht haben das schon mal einige gehört, wo es im Kern ging um Fragen von Pornografie, welche Positionen Ministerinnen dazu eigentlich, auch zu Sexarbeit, aber auch zu solche sexuellen Praktiken und Subkulturen etwa wie BDSM, ja, also sozusagen Bondage Discipline, Sadomasochism, und wie reagieren eigentlich Feministinnen darauf, wenn sie feststellen, dass andere Frauen auch sich in solchen Praktiken sozusagen mit ihrer eigenen Körperlichkeit und Sexualität und Lust sozusagen ausprobieren. Es gab sozusagen unfassbare Konflikte in der Zeit, die sehr unter die Gürtellinie gingen. Und es gab sozusagen, wenn man so will, auch schon vorbereitet, was wir heute ja auch, wo wir heute einen Peak wieder haben, denke ich, also ein Höhepunkt dieser Konflikte eben auch um Fragen von Transgeschlechtlichkeit und die Frage von eben, wie inklusiv ist eigentlich der Feminismus. Und was ich sozusagen versucht habe, ist jetzt in diesem Buch eigentlich im Grunde zu zeigen, ja, mit so einer Idee von Genealogie. Und dort habe ich versucht, einfach mal aufzuschreiben, was wichtige Einflüsse waren eigentlich in der Entstehungsgeschichte der Queer Studies. Und sozusagen alles, was da jetzt steht, hat auch ein eigenes Kapitel in diesem Buch erhalten. Also zu nennen sind erstmal selbstverständlich die lesbisch-feministischen Theorien der 70er, 80er Jahre, aber auch die schwulen Befreiungstheorien dieser Zeit. Schwarzer Women of Color, Schwarzer und Women of Color Feminismus, auch ein ganz wichtiger Einflussfaktor auf die Entstehung von queeren Theorien.
Dann eben Theorie und Politik in der AIDS-Krise und das wissen wahrscheinlich einige auch, Foucault und der sogenannte Poststrukturalismus, also sozusagen französische Theorie, die eigentlich ein relativ angespanntes Verhältnis zum Marxismus gepflegt hat, die haben sozusagen auch einen wichtigen Einfluss ausgeübt auf die Entstehung und die Entwicklung der queeren Theorien um 1990 herum, Anfang der 90er Jahre. Und ich habe sozusagen in diesem Buch sehr viel Platz eigentlich diesen Entstehungskontexten gewidmet. Und der Grund dafür ist, dass ich denke, dass wir heute in einer Zeit uns befinden, in der, und das kann man sozusagen beobachten, sowohl in den politischen Diskussionen, aber auch in der Theorie der sozusagen Entwicklung, in den Queer Studies, man kann beobachten, dass wieder verstärkt heute zurückgegangen wird auf diese Strömungen, also sehr auf die 70er und 80er Jahre geguckt wird, wenn es darum geht, wie soll sich queere Theorie eigentlich heute weiterentwickeln, mit was soll sie sich befassen. Und ich hatte das eingangs schon mal gesagt, also sehr auffällig ist, dass aktuelle Diskussionen sich viel drehen um globalen Kapitalismus, um Imperialismus, um Militarismus. Das sind Fragen gewesen, die in den frühen Queer Studies nicht eine starke Bedeutung hatten. Vielleicht waren sie irgendwie so im Hintergrund, irgendwie präsent, aber sie wurden nicht systematisch sozusagen mit einbezogen in die Theoriebildung. Das hat sich heute geändert und das ist, denke ich, ein Grund, warum vielleicht eben heute auf diese Arbeiten zurückgegriffen wird, die das nämlich noch gemacht haben. Und ich kann das natürlich jetzt aus Zeitgründen gar nicht im Einzelnen alles durchgehen, aber auffällig ist, dass sowohl die lesbisch-feministischen Theorien, schwarze und Women of Color feministische Ansätze, als auch die Schwulenbefreiungstheorien, dass sie alle eine Idee hatten davon, dass Unterdrückung von Geschlechterfreiheit, dass Regulierung von Sexualität irgendwie zusammenhängen damit, in einem Zusammenhang stehen, damit, wie unsere Leben und unsere Körper sozusagen in Markt verstrickt sind, in Arbeitsverhältnisse, in Eigentumsverhältnisse verstrickt sind und wie der Staat sie reguliert. Und es sind eigentlich, kann man vielleicht sagen, ganz grundsätzliche erstmal Einsichten von so einer kritischen Theoriebildung. Und trotzdem hat es in den frühen 90er Jahren nicht eine große Rolle gespielt in den Queer Studies. Und etwas, was ich auch mit Ben Trott noch zusammen in der Einleitung zu diesem Sokamp-Sammelband herausarbeite, ist, dass es durchaus auch da aber ja eine Parallele gibt. Also es geht jetzt gar nicht darum, die Queer Studies zu bashen, da komme ich gleich aber noch zu, weil in der Zeit natürlich auch viel wichtige und interessante Sachen passiert sind. Ja? Es geht mir also nicht hier um so eine revisionistische Geschichtsschreibung, die sagt, alles, was da damals passierte in den 90ern, ist irgendwie Blödsinn und wir müssen jetzt in die 70er, 80er zurück. Nee, das ist nicht sozusagen das, was ich vorschlagen möchte. Aber es gilt natürlich trotzdem zu verstehen, was ist eigentlich um 1990 passiert, was ist an wichtigen Entwicklungen da passiert und warum gab es aber so eine starke Abwendung eigentlich von den marxistischen und von den dezidiert auch kapitalismuskritischen, antikapitalistischen Ansätzen, die in den 70er, 80er Jahren in diesen Perspektiven sehr zentral waren. Und da stellen wir einfach fest, dass das eben nicht nur für die Queer Studies zutrifft, sondern insgesamt für die Akademie und vor allem auch eben Nordamerika, die sozusagen die Elite-Unis, das muss man eben auch dazu sagen, an denen Queer Theorie eigentlich stattgefunden hat, vor allem in den Bereichen Literaturwissenschaften, Kulturwissenschaften und so weiter. Es war insgesamt sozusagen der Zeitgeist, sich abzuwenden von solchen eigentlich systemkritischen Perspektiven. Es hat selbstverständlich ja eben auch was damit zu tun. Einmal natürlich eine lange Phase des Antikommunismus auch in den USA. Das ist sicherlich ein wichtiger Faktor. Es ging auch, denke ich, da können wir vielleicht nachher auch noch drüber diskutieren. Ich bin auch gespannt, wie ihr das seht und alle, die eben in der Akademie auch arbeiten. Aber es geht am Ende ja natürlich auch immer um Fragen der Laufbahngefährdung und so weiter, je nachdem, wie eindeutig Mensch sich positioniert. Es ging aber auch sozusagen, es war aber auch eine Phase, in der auch davon ausgegangen wurde, dass es dieses vermeintliche Ende der Geschichte jetzt gegeben hat. Ja? Also in den USA natürlich durch Fukuyama, der irgendwie ja vom Ende der Geschichte sprach, sozusagen mit
dem Zusammenbruch der Sowjetunion. Es gab sozusagen diese allgemeine Idee, dass wir andere kritische Ansätze und Theorien brauchen, ja, um sozusagen innerhalb der liberalen, demokratischen, kapitalistischen Gesellschaft zu versuchen, Emanzipationsräume weiter zu öffnen, ohne auf sozusagen etwas zurückzugreifen, wie so eine Vorstellung, dafür braucht es sozusagen eine komplett eigentlich entgegengesetzte Systemalternative, wie irgendwie Sozialismus, Kommunismus und so weiter. Ja. Das war so ein bisschen diese intellektuelle, denke ich, dieser intellektuelle Kontext, in dem die Queer Theory erstmal in den frühen 90er Jahren dann auch eben entstanden sind. Und ein Werk, ich hatte es ja schon am Anfang gesagt, dass Butler ja in Deutschland so sehr dominant ist, deswegen fand ich es jetzt aber auch, oder finde die Idee eigentlich ganz gut, auf Butler auch nochmal einzugehen, weil es eben nicht, also wie gesagt, der Twist, den ich hier vorschlage, ist nicht zu sagen, Butler ist irgendwie unwichtig und wir müssen jetzt alle irgendwie Marx lesen, also auch Marx lesen, aber auch Butler lesen, würde ich halt sagen. Und zwar, weil Butler natürlich für die Queere Theoriebildung eine total wichtige Arbeit gemacht hat. Butler hat nämlich im Grunde an mehreren Stellen interveniert in die bis dato dominante feministische Theorie zu Geschlecht und auch zu Sexualität, indem sie einmal erstmal behauptet hat, und sie hat es da, oder Butler hat das sozusagen in den ersten Büchern dann ja auch irgendwie ausgearbeitet, dass sozusagen das Problem für die feministische Theorie und auch die feministische Politik nicht erst da anfängt, wo es um Fragen von Herrschaft geht zwischen den Geschlechtern, ja, klassischerweise Unterdrückung von Frauen durch Männer, sondern dass im Grunde die Arbeit der Feministin schon vorher einsetzen muss, nämlich bei der Frage, wie überhaupt erst so eine Vorstellung und auch sozusagen Gelebtheit von zwei Geschlechtern sich durchsetzt. Und damit hat Butler eigentlich schon damals gezeigt, dass es eine sehr enge Verwandtschaft gibt zwischen queerer und materialistischer Theorie, weil nämlich beiden Theorien es darum geht zu sagen, dass es die gesellschaftlichen Verhältnisse sind, die bestimmte Normen hier von Geschlecht und Sexualität, ja, bestimmte Kategorien hervorbringen und dass dann aber dieser Prozess sozusagen, dass sie eigentlich gesellschaftlich hervorgebracht sind, dass das verschleiert wird. Ja. Und dass diese Kategorien dann irgendwie so erscheinen, als wären sie nicht gesellschaftlich, als wären sie natürlich. Und da ist natürlich eine Herrschaftsfunktion auch drin verortet, nämlich sozusagen die gesellschaftlichen Verhältnisse, die Kategorien, in die ja auch immer Wertungen eingeschrieben sind, hervorbringen, werden sozusagen dann nicht mehr adressierbar, ja, als vielleicht verkehrte Verhältnisse oder eben als unterdrückerische Verhältnisse. Und das ist also sozusagen erstmal ein wichtiger Vorstoß gewesen von Butler. Und ein zweiter, und das hängt damit zusammen, ist, dass sie gesehen hat, dass sozusagen in dieser Entstehung von der Vorstellung, dass es zwei Binäre sich gegenseitig sozusagen, also gegenüberstehende und gleichzeitig komplementär zueinander gedachte Geschlechter gibt, nämlich Männer und Frauen, dass die in einem sozusagen, dass diese Unbestreitbarkeit, diese vermeintliche, darin zu suchen ist, dass es gleichzeitig eine heterosexuelle Norm gibt, die sozusagen diesen Sinn stiftet. Und was Butler gemacht hat, ist eigentlich dann zu zeigen, dass es so einen sehr tautologischen Zusammenhang gibt, in dem sie nämlich gesagt hat, also einen tautologischen Verweisungszusammenhang habe ich das hier genannt, in dem sie nämlich aufgezeigt hat, also anhand von Texten, also dass ihr Untersuchungsgegenstand sind vor allem Texte in der Literatur, andere wissenschaftliche Texte auch. Und dort konnte sie also zeigen, dass im Grunde die Vorstellung, dass es nur zwei Geschlechter gibt, die auch wirklich polar, also sich zueinander verhalten, dass die im Grunde nur dann tragbar sind, weil Sexualität gedacht wird als eben Heterosexualität. Und gleichzeitig aber gilt aber auch sozusagen, das ist dieser Widerspruch, den sie feststellt. Gleichzeitig gilt aber auch umgekehrt, dass sozusagen die Idee, dass Sexualität vor allem
also die normale Sexualität, vor allem Heterosexualität ist, auch wiederum darauf rekurriert, dass es eben Mann und Frau gibt und dass es zwischen denen halt sozusagen ein natürliches sexuelles Verhältnis gibt. Und das hat Butler sozusagen mit dem Konzept der heterosexuellen Matrix dekonstruiert. Und der dritte wichtige Punkt ist, und den finde ich ganz interessant, wenn wir uns nochmal diese krassen Konflikte angucken, um Butlers Arbeiten in Deutschland auch in den 90er Jahren, würde ich sagen, so ein Stein des Anstoßes damals war, dass Butlers gewagt hat, sozusagen die Geschlechtertheorie, die vorgeschlagen wird in Gender Trouble, nicht wie bis dato üblich eigentlich etwa mit Rekurs auf die Hausfrau, ja, oder zumindest auf eine Frau in heterosexuellen Beziehungen zu entwickeln, sondern mit Bezug auf die Drag Queen. Ja. Und interessanterweise finde ich, ist das aber auch bis heute eine wichtige Intervention von queeren theoretischen Ansätzen gewesen. Ich weiß gar nicht, wer die Ankündigung für den Talk hier heute geschrieben hat, die wunderbare. Aber da steht sozusagen ein Satz oder ein Aspekt drin, auf den ich jetzt auch eingehen werde, der, denke ich, ganz wichtig ist, wenn wir uns fragen, worum geht es eigentlich in queerer Theorie? Nämlich, dass queere Theorie im Grunde versucht, das, was uns selbstverständlich erscheint, ja, ausgehend aber von anderen als partikular geltenden, ja, wie auch immer, also dann gibt es natürlich den politischen Konflikt darum oder auch die wissenschaftliche Auseinandersetzung. Ist das Partikulare, also das Besondere, jedenfalls das, was nicht allgemein ist, das, was nicht normal ist? Ist das jetzt irgendwie sonderbar? Ist das problematisch? Ist das vielleicht sogar pathologisch? Das sind dann die politischen Konflikte darum. Aber die Setzung erstmal, es gibt etwas, das hat irgendwie diesen Anspruch, das Allgemeine zu sein, ja, in dem Fall Heterosexualität, versus es gibt sozusagen alles andere, das zu diesem Allgemeinen in einem Verhältnis steht, das es eigentlich als etwas Besonderes sichtbar macht, ja, und auch so sozusagen kennzeichnet, dass queere Theorie versucht, das zu durchbrechen. Indem versucht wird, und das hat Butler, denke ich, mit der Drag Queen irgendwie versucht, dem versucht wird, eine allgemeine Theorie des Geschlechts, ja, zu schreiben, ausgehend von so etwas ja, fast sozusagen ordinärem oder vulgärem, wie eine sozusagen torkelnde Drag Queen in einer schwulen Bar in New York. Ja. Und ich denke, das ist sozusagen einer der Anstöße gewesen auch und vielleicht sogar anhaltend bis heute, dass es halt so einen Verallgemeinerungsanspruch gibt aus einer Richtung, die eigentlich diesen Anspruch nicht anzumelden hat. Und das Interessante ist aber, dass Butler in der Zeit, finde ich, gesehen hat, was viele in der feministischen Theorie damals noch nicht richtig gewürdigt haben, weder in der Theorie, aber auch nicht normativ, nämlich, dass sich die gesellschaftlichen Geschlechterverhältnisse und auch die sexuellen Verhältnisse in einer Weise gewandelt haben, die es zugelassen haben, dass sozusagen sich auf vielfältigere Weise Menschen identifizieren konnten mit Geschlecht, Sexualität auf diversere Weise auch anfangen konnten auszuleben und so weiter. Ich wollte sozusagen vieles jetzt, was auf den Folien als queere Normativitätskritik, die ja in dem Zentrum steht, jetzt auch dessen, was ich gerade schon angedeutet habe, wollte ich ein bisschen ausführlicher heute eigentlich noch referieren und werde das aber vielleicht auch eher so ein bisschen mit Blick auf die Zeit in die Diskussionsphase dann im Anschluss schieben. Aber hier sozusagen findet sich genau diese Idee auch nochmal in der queeren Normativitätskritik. Das, was ich also gerade referiert habe. Ja, es geht also hier eben darum, das, was eigentlich Heteronormativität leistet als Norm, ja, also Heterosexualität als das Normale, das irgendwie Selbstverständliche und Richtige zu verstehen, von dem alles andere irgendwie als verbesondert gilt, das irgendwie umzukehren. Und es gibt hier ein schönes Zitat, das ich auch eingebaut habe in dem Buch von Holly Lewis. Holly Lewis schreibt also, in den meisten Ländern der Welt ist es immer noch unüblich, kleinen Kindern zu sagen, wenn du erwachsen bist, wirst du dich vielleicht in irgendjemanden irgendwo entlang des Geschlechtsspektrums verlieben. Romantische Dramen auf der Leinwand sind in der Regel heterosexuell,
Es sei denn, ein Film versucht, eine schwerwiegende gesellschaftspolitische Aussage zu treffen. Wenn die Arbeiterklasse, die schwarze Familie, die Flüchtlingskrise oder ein internationaler Brandherd ins Spiel gebracht wird, stellt man sich das im Allgemeinen als eine Krise heterosexueller Menschen oder eine Wanderung heterosexueller Menschen vor, also hier Wanderung im Sinne von Migration. Schwule und Lesben leben in der Blase der homosexuellen Problematik. Sie leiden nicht unter Wirtschaftskrisen, spielen keine Videospiele, kümmern sich nicht um ihre alternden Eltern und kämpfen nicht für die Rechte ihrer Mitmigrantinnen. Also ich denke, dieses Zitat macht es irgendwie nochmal ganz schön deutlich, was ich jetzt irgendwie auch schon bei Butler versucht habe rauszuarbeiten, als ein wichtiges im Grunde Interventionsinstrument queerer Theoriebildung. Und die Idee der Queer Theory ist nun, eben zu sagen, dass es nicht nur darum geht, sozusagen das, was als besonders und partikular gilt, dem irgendwie so einen kleinen Platz in der Gesellschaft zu finden und das irgendwie einzurichten, sondern es geht im Grunde eigentlich darum, diesen Mechanismus selbst in Frage zu stellen und zu attackieren, der also zwischen dem Allgemeinen und dem Besonderen hier an der Stelle irgendwie unterscheidet. Und der Begriff des Queer Worldmaking ist in dem Zusammenhang total wichtig. Michael Warner, auch José Muñoz arbeiten mit diesem Begriff, der genau das eigentlich ausdrückt. Dass es darum geht, dass Queers mehr machen, als einfach nur ihre Nischen zu suchen und sich da irgendwie möglichst vielleicht gewaltfreier, mit weniger Diskriminierung sozusagen zu treffen, zu sozialisieren, sondern dass es im Grunde darum geht, Warner schreibt in seinem Buch, nennt er das so, den Albtraum sozusagen der Hetero-Welt eigentlich wirklich werden zu lassen, nämlich, dass der Planet wirklich tatsächlich queerer ist, als es in der Regel wahrgenommen wird, das sozusagen auch in die Tat dann umzusetzen. Es geht also um Fragen der Anders- und Neuordnung von Gesellschaft. Und eine Frage, die ich gerne heute hier vorstellen möchte und die ich auch gerne nachher diskutieren würde, ist aber so ein bisschen die Frage, wenn wir in die heutige Zeit gucken, inwieweit ist es eigentlich immer noch aktuell, dass Heteronormativität sozusagen diese unhinterfragte, hegemoniale Norm ist. Wenn wir uns auf eben die 90er Jahre nochmal rückbesinnen, dann stellen wir fest, dass es erstmal total naheliegend war, das so zu denken. Also es gab eben die AIDS-Krise, wie gesagt, mit einem extremen gesellschaftlichen Backlash, vor allem in den USA, wo diese Theorie entstanden ist. In den USA war Homosexualität nach wie vor verboten, das wurde strafrechtlich verfolgt. Und das sind erstmal sozusagen nur einige wenige Indizien dafür, die natürlich dafür sprechen, dass Heteronormativität in dieser Zeit sozusagen die unhinterfragte Norm war. Wenn wir uns aber angucken, wie es heute ist, dann würde ich sagen, können wir es nicht mehr vertreten, ja, dass dieser hegemoniale Status nach wie vor stabil ist. Warum nicht? Ich denke, dass Heteronormativität zu Beginn des 21. Jahrhunderts in vielen Ländern einen Hegemonieverlust erlebt. Und zwar, weil die Infrastrukturen der Normalität, das ist ein Begriff von Christopher Chitty, mit dem ich hier arbeite, weil die Infrastrukturen der Heteronormativität, etwa die sozial- und familienpolitische Stabilisierung von heterosexuellen Familien versus nicht heterosexuelle Familien, in dem Sinne erodiert sind, dass auch viele als heterosexuell geltende Familienhaushalte sozusagen heute nicht mehr wissen, wie sie über die Runden kommen. Fragen von Privilegien sind viel stärker auch sichtbar an so etwas wie Klasse oder Race festgemacht. Weniger stark, würde ich sagen, an Fragen von Sexualität. Und eine Möglichkeit zu erklären, warum wir heute in einer Zeit uns befinden, in der auch die gesellschaftlichen Moralitätsvorstellungen von was Lebensführung angeht, was auch eben als Teil davon sexuelle Praktiken und Lebensweisen angeht, dass aufgrund dieser Erosion dieser Infrastrukturen der Normalität auch sozusagen eine größere Durchlässigkeit inzwischen gibt für pluralere, diversere Lebensweisen. Was aber wichtig ist, an der Stelle zu betonen, ist, dass es ja trotzdem immer noch diesen Backlash gibt. Und das ist auch wichtig, dass wir versuchen, das in der Theorie irgendwie zu erklären.
Es geht also nicht darum zu sagen, es gibt keine Heteronormativität mehr. Aber mein Argument wäre zu sagen, gerade weil es diesen starken Backlash gibt, weil wir sehen, dass in vielen auch liberalen Demokratien wie den USA es gelungen ist, in einem sehr, sehr kurzen Zeitraum auch bestimmte Errungenschaften, die im Rechtssystem stattfanden, auch wieder rückgängig zu machen. Gerade das zeigt uns eigentlich, dass diese Norm der Heteronormativität sich in der Defensive befindet. Ja. Also, dass sie sozusagen aktiv restabilisiert werden muss und das eben mit Einsatz von Repressionen. Ja, also es kommen wieder Gesetze irgendwie, treten wieder in Kraft, die etwas sozusagen per Gesetz unterdrücken. Aber eben auch die zunehmende Gewalt, die auch statistisch nachgewiesen ist, auch in Deutschland gegen LGBTQ-Personen. Auch das sozusagen ist ja ein Indiz dafür, dass eine Hegemonie, das heißt eine Idee von, dass es so einen breit geteilten Konsens gibt darüber, dass Heterosexualität die einzig wahre und legitime Form ist, zusammenzuleben oder Sex zu praktizieren, dass das längst in Frage steht. Ich möchte abschließend jetzt noch auf einen Aspekt eingehen, der mir total wichtig ist, weil ich glaube, also im Grunde in diesem Buch ist es auch eine Klammer, diese Frage, inwieweit müssen wir eigentlich Queer Theory verstehen als eine Theorie der Befreiung? Ja? Und ich hatte das ja in der Einleitung, aus der ich einen Teil vorgelesen habe, schon beschrieben, dass es im Grunde, dass sozusagen, ich bin mit dieser These gestartet, zu sagen, dass dieser Horizont einer queeren Befreiung nach wie vor sozusagen uneingelöst ist. Ja. Das war, wie ich eingestiegen bin. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert in der Einleitung. Und jetzt würde ich gerne dieses Argument aber noch ein bisschen verkomplizieren und sagen, so einfach ist es eigentlich doch nicht, zu sagen, dieser Horizont wurde nicht eingelöst. Ich glaube, dieser Horizont wurde nämlich auf eine bestimmte Weise eingelöst, der aber sozusagen diese Qualität von Freiheit, die erreicht wurde, trotzdem als, ich würde jetzt normativ argumentieren, nicht ausreichend erscheinen lässt. Und damit bin ich jetzt sozusagen am Ende dieses Vortrags und ich habe aber ja gesagt, dass ich da eben auch nochmal etwas vorlesen werde. Und das tue ich aber diesmal nicht aus dem Buch selbst, weil ich nämlich zwischendrin ein paar Zeilen rausgekürzt habe und so ein bisschen umsortiert habe und lese es deswegen hier von meinem Papier. Was ist queere Befreiung heute? Rund um den Christopher Street Day liest man häufig den Satz Stonewall was a riot, wie auch hier zu sehen. Angesichts einer zunehmenden Kommerzialisierung und Entpolitisierung des CSD soll der Slogan ins Gedächtnis rufen, dass das Schlüsselereignis der westlichen LGBTIQ-Bewegung eine über mehrere Tage erstreckende Revolte gegen die Polizei gewesen ist. Das von der Mafia kontrollierte Stonewall Inn zählte zu jenen Spelunken im New Yorker Nachtleben, in denen Faggots, Dykes and Transvestites, wie damals die üblichen Namen waren, toleriert wurden. Sowohl Homosexualität als auch Crossdressing waren zu jedem Zeitpunkt verboten. Crossdressing ist allen, also sozusagen mehrere Kleidungsstücke zu tragen, von dem nicht selbst zugewiesenen Geschlecht. Das war also zu der Zeit verboten in New York. Die regelmäßig stattfindenden Polizeirazzien im Stonewall Inn mündeten in demütigende Genitalkontrollen, Schläge, Verhaftungen und Misshandlung. Das Stonewall Inn war kein Ort der arrivierten Homosexuellen. Die Bar und die sie umgebenden Straßen wurden vor allem von jungen Queers und Transpersonen des Prekariats frequentiert, unter ihnen viele People of Color und Schwarze. Für sie war die Gegend um das Stonewall Inn ein sozialer Raum, in dem sie nicht nur ihre Sexualität und ihr Geschlecht auslebten, sondern wo sie auch wohnten, arbeiteten, Geld verdienten, Zuflucht fanden und sich gegenseitig unterstützten. Sie erlebten die polizeilichen Angriffe auf ihre Körper
ihre Sexualität und ihr geschlechtliches Sein daher als einen Angriff auf ihre gesamte Lebenswelt und deren ohnehin prekäre Reproduktionsgrundlagen. Vor diesem Hintergrund also erweist sich der Slogan Stonewall was a riot als durchaus vielschichtig. Er ruft in Erinnerung, dass die spätmoderne LGBTIQ-Bewegung in zivilem Ungehorsam wurzelt, der sich nicht etwa eindimensional, das heißt nur in Anführungsstrichen gegen sexuelle Repression, sondern gegen ein ganzes System der Unfreiheit, der Unterdrückung und der Prekarität richtete, das durch staatliche Gewalt aufrechterhalten wurde. Stonewall was a riot, läuft allerdings Gefahr, und hier kommt die Klammer sozusagen, die ich schon angekündigt habe, zu einer Farce zu werden, wenn so getan wird, als könnte Geschichte einfach wiederholt werden. Unsere Gegenwartsgesellschaften und ihr Verhältnis zur Homosexualität und Transgeschlechtlichkeit haben sich radikal verändert. Sexuelle und geschlechtliche Nonkonformität bilden nicht mehr das radikale Außen von Staat, Familie, Markt und Kultur, wie damals, könnten wir argumentieren, sondern sie sind auf widersprüchliche Weise in diese eingegliedert worden. Es reicht daher auch nicht, die alten Horizonte für sexuelle und geschlechtliche Befreiung schlicht wiederzubeleben. Sie sind in Teilen nämlich längst der Boden geworden, auf dem wir heute stehen. Was also heißt queere Befreiung heute? Nach meinem Verständnis, und das habe ich versucht, im Grunde in dieser Einführung auch nochmal auszuführen an vielen Stellen, handelt es sich bei Queer Theory um ein intellektuelles Projekt, das von Anfang an genau diese Frage ins Zentrum rückte. Und so wie andere kritische Theorien beantwortet die Queer Theory die Frage nach Befreiung dabei über einen Umweg, nämlich indem sie zunächst verstehen will, wie Herrschaft funktioniert. Sie ist es nämlich, also Herrschaft, die wirkliche Freiheit einschränkt und verunmöglicht. Sie ist es, die durch Befreiung überhaupt erst überwunden werden soll. Die Queer Theory nun entwickelte sich in den 1990er Jahren im Kontext einer Transformation von Herrschaft. Die Hegemonie, das hatte ich schon angekündigt oder angedeutet, traditioneller bürgerlicher Geschlechter- und Sexualitätsnormen hatte zu dem Zeitpunkt zunehmend einen Rückhalt in der Gesellschaft verloren. Es entsteht so etwas wie ein sexueller Liberalismus, der bestimmte Wünsche der homosexuellen Befreiungsbewegung, wie nämlich den Wunsch nach Selbstbestimmung oder mehr Selbstbestimmung, aufnimmt und dann aber in ein neues Hegemonieprojekt integriert, nämlich eines, das wir mit Nancy Fraser als progressiven Neoliberalismus bezeichnen können. Der progressive Neoliberalismus betreibt sozial- und wirtschaftspolitisch eine Politik der Umverteilung von unten nach oben, treibt dabei aber zugleich die formale Inklusion von Minderheiten voran, wodurch er sich dann auch, das ist so ein Argument von Nancy Fraser, ein fortschrittliches Charisma verleiht. Was aber hieran wichtig ist, denke ich, und das ist etwas, was, finde ich, Fraser nicht so richtig ausführt, ist, dass die Integration von nicht nur schwul-lesbischen, auch von feministischen und Diversity-Forderungen nicht lediglich ein Feigenblatt ist, sondern sie ermöglicht in vieler Hinsicht auch eine Modernisierung kapitalistischer Verhältnisse, und zwar im kulturellen und sozialen Sinne, aber auch eben in einem ökonomischen Sinne. Das bringt dann sozusagen auch neue Formen der Kommodifizierung, also sozusagen etwas als wahr in Ware zu überführen, in Warenform zu geben, und Formen der intensivierten Verwertung von Geschlecht, Sexualität und Körpern mit sich. In der Queer Theory nun wurde der sexuelle Liberalismus wirklich ausgiebig und auf verschiedene Weise kritisiert, und man könnte sogar sagen, dass so ab Mitte der 90er Jahre bis etwa zu dieser besagten Weltwirtschaftskrise, dass wirklich ein ganz, ganz großer Teil der Werke innerhalb der Queer Theory sich ganz, also intensiv genau mit dieser neuen Herrschaftsform des sexuellen Liberalismus beschäftigt hat. Einige nennen das wie Lisa Duggan Homonormativität, andere nennen das sogar auch queeren Liberalismus, aber im Grunde geht es genau um diese
Vorstellungen. Also es gibt so etwas wie eine individualisierte Form oder auf Gruppenebene Form von einem Zugewinn an rechtlich verbürgten Freiheiten, aber parallel dazu kommt es eben nicht zu einem gesamtgesellschaftlichen Emanzipationsprozess, sondern sozusagen parallel im selben Zeitraum kommt es zu einer Zunahme von Armut, von Prekarität, von sozialer Entsicherung für weite Teile der Gesellschaft und natürlich eben auch eingeschlossen für Queers und Transpersonen selbst. Ja? Und das ist eben etwas, worauf dann queere Theorien oft hingewiesen haben, erstmal auf diesen Widerspruch. Es gibt ein Zitat von Lisa Duggan, das ganz berühmt ist, wo Duggan eben versucht, das nochmal auf den Punkt zu bringen. Sie spricht sozusagen von einer Herrschaftsform, bei der die herrschenden heteronormativen oder eine Form von, wenn man so will, als Emanzipation gedachte Inklusion in die Gesellschaft, bei der aber die herrschenden heteronormativen Annahmen und Institutionen gar nicht in Frage gestellt werden, sondern aufrechterhalten und fortgesetzt werden, während eine demobilisierte schwul-lesbische Community und eine ins Private zurückgezogene, entpolitisierte schwul-lesbische Kultur in Aussicht gestellt wird, die in Häuslichkeit und Konsum verankert ist. Was ich finde, und das sozusagen damit endet so ein bisschen auch der Durchgang in diesem Einführungsbuch, weil ich denke, dass wir aktuell nämlich in der Queer Theory genau an diesem Punkt sind, versuchen zu verstehen, inwieweit aber auch diese neue Hegemonie des sexuellen Liberalismus inzwischen schon wieder brüchig geworden ist. Sie ist, würde ich sagen, an zwei zentralen Widersprüchen zerbrochen. Das eine ist der Widerspruch, und das ist die Klammer zum Anfang des Vortrags heute, mit diesem Backlash. Sie zerbricht einmal daran, dass es gelungen ist, also rechtspopulistischen Kräften, aber auch darüber hinaus sozusagen. Ja, es gibt sozusagen ein neuer Block entstanden zwischen Teilen des Bürgertums und Teilen der autoritär orientierten Arbeiterinnenschaft, die es geschafft haben, sozusagen dieses Projekt eines sexuellen Liberalismus, und das können wir natürlich erweitern, auch auf andere Fragen von Geschlecht, auf Fragen von Diversität, Antirassismus und so weiter, gelungen ist, sozusagen das gesellschaftlich wieder stärker zurückzudrängen. Weil es nämlich gelungen ist, die Politik, die diese Teile, ich rede jetzt vor allem mal über diese frustrierten Teile der Arbeiterinnenschaft, ja, die Politik, die sie enttäuscht hat und frustriert hat, wird dargestellt als dieselbe Politik, vor denen diese skurrilen Minderheiten, um hier an der Stelle mal ein Zitat von Sarah Wagenknecht aufzugreifen, dieselbe Politik hat dazu geführt, dass diese skurrilen Minderheiten, dass es denen besser geht, dass sie davon profitieren. Das ist sozusagen eine Ideologie, die sehr stark mobilisiert aktuell. Der zweite Widerspruch ist aber einer innerhalb der queeren Communities, und das ist ja genauso wichtig. Diese Idee nämlich, vor allem mit Mitteln der rechtlichen Gleichstellung Emanzipation zu gelangen und Emanzipationsräume auszuweiten, ist sozusagen auch innerhalb der queeren Communities auf starke Skepsis immer schon gestoßen. Ja? Aber ich würde sagen, diese Widersprüche, die spitzen sich allmählich auch zu. Und zwar aus dem einfachen Grund, weil Bürgerrechte nicht davor schützen, in Armut zu leben. Das Antidiskriminierungsgesetz schützt nicht davor, einem gewalttätigen Übergriff zum Opfer zu fallen. Und es ändert sozusagen auch nichts an den Ursprüngen dieser Gewalt. Und ich denke, das ist ein weiterer wichtiger Grund, warum sich sowohl in der Theorie als auch aber in dem politischen Zusammenhang, den wir als queer verstehen, es wieder eine stärkere Hinwendung dahin gibt zu sagen, queere Theorie und queere Politik muss sozusagen das Ganze und muss die Transformation der Gesellschaft als Ganzes ins Auge fassen. Damit komme ich jetzt endlich zum Ende und vielen Dank für eure Geduld. Ja. Danke. Okay, Mike, ganz herzlichen Dank, das war super. Und jetzt haben wir noch, jetzt haben wir noch eine gute Dreiviertelstunde für die Diskussion. Ich bitte um
Fragen können auch Verständnis oder Rückfragen sein. Entschuldigung, Kommentare und so weiter. Halbe Stunde haben wir, genau, gut. Hi, ich wollte fragen, ob Sie auch denken, dass neurodivergente Menschen oder Neurodivergenz selbst in der Queer Theory mit eingeschlossen ist. Also genau, ob das ein ähnliches Thema ist, ob es dazugehört, weil es geht ja auch um Systemfragen, es geht um Diskriminierung. Also grundsätzlich, ich kenne mich in dem Bereich nicht gut aus, muss ich direkt voranschicken. Grundsätzlich weiß ich trotzdem, dass auch es eben ein wachsenden Bereich gibt sozusagen innerhalb der Queer Studies an der Schnittstelle zu Disability Studies und auch Mad Studies, ja, wo durchaus Fragen diskutiert werden, weil es ja auch um Fragen geht, eigentlich was ist eigentlich Normalität, was sind sozusagen Normen, ne, an denen auch dann Fragen sozusagen sich ausrichten danach, was ist sozusagen erwartbar. Wie viel können Menschen arbeiten, wo sozusagen, wofür können Menschen sozusagen ausgebildet werden? Solche Fragen hängen ja im Grunde auch da dran. Aber auch Fragen von, wer hat sozusagen Zugang zu bestimmten Ressourcen, Zugang zum Beispiel zu einer Selbstbestimmung darauf, Familien zu gründen. Ja, das sind sozusagen alles, finde ich, Fragen, die auch dann im Zusammenhang stehen mit Themen, die eben auch die Queer Studies ja befassen. Und ich glaube, was ich wichtig finde, ist zu sehen, dass die Frage von Norm und Normalität eben, also das kritisch zu untersuchen, ist sozusagen, ist wichtig, gar keine Frage. Aber wir müssen, glaube ich, auch genauso versuchen zu verstehen, eben welche gesellschaftlichen Verhältnisse das produzieren. Und wenn es, das ist kein, nicht wirklich auf die Frage von, also das, was Sie jetzt formuliert haben mit neurodivers, glaube ich, würde ich es nicht auswerten oder divergent, würde ich das, glaube ich, nicht aus, würde ich das nicht, würde ich das nicht komplett darauf jetzt beziehen wollen. Aber Fragen etwa, und vielleicht könnte das etwas sein, was eine Brücke schlägt oder so. Fragen zum Beispiel von psychischem Leiden oder auch psychischen Erkrankungen sind, glaube ich, welche, die wir nicht nur auch aus einer queeren Perspektive in den Blick rücken können, im Sinne von, was gilt als psychisch gesund und krank, sondern durchaus auch, welche gesellschaftlichen Verhältnisse produzieren auch Formen von Leid, ja? Und auch sozusagen von innerpsychischen Konflikten, die sehr überwältigend sein können. Und das wäre mir, glaube ich, ein wichtiger Punkt daran, ne? Zu sagen, dass wir schauen uns das am besten nicht nur an auf dieser Frage von, wie wird Normalität und das Nicht-Normale, wie wird dieser Gegensatz konstruiert, sondern eben auch, und das finde ich eigentlich für die Wissenschaft noch viel weiterführender, wie wird eigentlich durch diese Konstruktion von was gilt als normal, was als nicht normal, wie werden genau, wird dann die Frage nicht mehr gestellt, welche gesellschaftlichen Verhältnisse produzieren im Grunde eigentlich auch psychisches Leid oder psychische Konflikte. Wie gesagt, das ist nicht genau darauf jetzt konkretisiert, aber das zumindest sind Gedanken, die mir da kommen. Okay, ja, erstmal vielen Dank für den spannenden Vortrag und Einblick in das Buch. Ich habe eine Frage zu dieser ja schon sehr starken anglophonen Dominanz im Diskurs, die ja, also vor allem auch mit dem ersten Buch, vielleicht sogar ja noch verstärkt wird. Und ich weiß auch nicht, ob es wirklich eine Frage ist, aber es ist was mich auch in anderen Theoriefeldern umtreibt, wo das ja auch zu beobachten ist, also so allgemein in so kulturwissenschaftlichen Bereichen. Und also wie geht man damit um? Oder also vielleicht, wie wird es auch in dem Buch reflektiert? Inwiefern gibt es da überhaupt eine Übertragbarkeit oder Anschlussfähigkeit? Und was muss man tun, wenn man jetzt aus einer also hiesigen Perspektive mit diesen Texten umgeht? Und ja, wie geht man da dran? Ja. Sollen wir sammeln? Ja. Du hast eben so von den 90er Jahren, von so einem Bruch auch gesprochen, den ich auch so ein bisschen miterlebt habe. Dass halt viele Infrastrukturen in der
in den 90er Jahren halt weggebrochen sind. Na, die ganzen Hausprojekte hier, die sind quasi auf eine bürgerliche Art und Weise vergesellschaftet worden. Hier sind jetzt Genossenschaften und sowas. Ne? Und, das halt so Infrastrukturen, die auf der Bedeutungsebene liegen, die haben sich verändert. Und da stelle ich, da finde ich, ist so eine, so das Verhältnis von Aktivismus und Theorie hat sich da verändert. Ne? Und ich finde, das hat auch ein globales Moment, dass nämlich Urbanität sich globalisiert. Und das, wenn ich zum Beispiel, ich komme aus der, ich arbeite in der Jugendarbeit hier in Koblenz und hier, wenn ich mit Syrern arbeite, die aus Großstädten kommen, dann ist da kein großer Unterschied. Die machen Breakdance hier, wie da unten auch. Ne? Und die sind auch sehr subkulturell offen. Ne? Und wenn ich es aber hier, das habe ich ja teilweise auf Dörfern hier auch, da leben auch Jugendliche, auch Urbanität, sind da auch sehr offen, aber dann gibt es gleichzeitig ein paar Meter weiter und teilweise sogar in der gleichen Clique dann welche drin, hier mit diesem Backlash. Ja, und da frage ich mich, so, wie funktioniert das, ne? Das Nebeneinander und so das Gebrochene. Und da finde ich, da hilft mir ein Stück weit auch so dieses postmoderne, vielleicht auch so dieses gramscianische Denken hier, also dass die dass der dezentrierte Begriff vom Subjekt, das Subjekt halt in sich halt, ja, dass da verschiedene Kräfte wirken und Züge wirken. Ne, und dass sich das verändert. Aber ja, das ist halt furchtbar kompliziert. Ich fange erstmal mit deiner Frage an. Ist es noch eingeschaltet? Ja. Ja? Das rauscht. Ja, das ist immer. Genau, also der Hintergrund, du hast anscheinend auch einen Blick schon reingeworfen in das Buch. Oder aufgrund der Aufzählung, die ich am Anfang gemacht habe. Also der Hintergrund ist, der Frage war ja, dass in einem Sammelband die Texte, die wir dort abgedruckt haben, eben aus der anglophonen Debatte stammen und das heißt eben in der Regel sogar, ich glaube, fast, also bis vielleicht auf zwei Ausnahmen aus dem US-amerikanischen Kontext. Und das haben wir auch viel diskutiert und das ist, stimmt genau. Ich finde, das Dilemma ist, das reproduziert eigentlich im Grunde diese starke Hegemonie. Ich würde trotzdem sagen, es gibt ein paar einschränkende Gedanken, die das ein bisschen relativieren. Der eine ist, dass Queer Studies außerhalb der USA und außerhalb von England und Australien so gut wie nirgendwo ordentlich institutionalisiert sind. Ja. Es gibt sozusagen in den meisten anderen Ländern wenig Ressourcen dafür, damit überhaupt solche, damit so Theorien. Damit Forschung stattfindet, etwa in dem Fall. Ja, das klingt viel besser. Und ja, ein Thema, das auch total beschäftigt. Lange als Queer-Forscher in der Uni auch, ist sozusagen immer wieder, dass Menschen, die einen Schwerpunkt haben auf queeren Themen, dass die nicht wirklich es schaffen, halt in der Universität langfristig. Ich würde sagen, in der jüngsten Zeit gibt es so ein paar positiv zu stimmende Veränderungen. Also, und das vielleicht auch wirklich so als Tendenz. War so gewesen. Und in den USA etwa nicht so. Es gibt eine lange Geschichte der Institutionalisierung, was dazu viele, die in ihren Ländern die Voraussetzungen dafür nicht vorfinden, versuchen, in den USA Fuß zu fassen. Und viele der Autorinnen, die wir eben haben, kommen aus dem globalen Süden, haben aber eine Anstellung an Universitäten in den USA. Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Faktor, den wir irgendwie so bedenken müssen. Und trotzdem aber, das wäre zum Beispiel vielleicht eine Aufgabe, was dieser Band noch nicht auch genug abdeckt, ist, dass es seit Jahren jetzt verstärkt eben auch eine Rezeption von queeren Theorien
die zwar ihren Ursprung irgendwie haben, wenn man so will, geografisch im globalen Norden, aber in Ländern des globalen Südens haben und dort aber nochmal was anderes mit denen gemacht wird und was anderes passiert. Und das irgendwie hybridisiert wird auch. Ja, also mit sozusagen, es wird nicht einfach nur übersetzt sozusagen und angewandt auf den eigenen Kontext, sondern in dieser Übersetzung ändert sich sozusagen auch Theorie. Und das ist etwas, was, denke ich, aussteht, auch für die deutschsprachige Rezeption, ne? Also das stärker in den nächsten Jahren auch irgendwie aufzuarbeiten. Ja, also von daher vielen Dank auch für den Hinweis und die Nachfrage. Und genau, bei dir ist, muss ich so ein bisschen passen. Also ich würde es erstmal so stehen lassen, aber habe jetzt sozusagen keine gute Antwort darauf oder so, oder einen guten Response. Erlaube mir mal, meine beiden Fragen zu stellen. Die eine, so ein paar Jahre hatte ich den Eindruck, dass in so kulturwissenschaftlichen Kontexten häufiger mal das Verb queeren benutzt wurde, irgendwie in Rekurs auf Queer Theory, aber entkoppelt von Geschlechterfragen. Da wurde dann queeren benutzt als irgendwie veruneindeutigen, fluide machen und so weiter. Und mich würde interessieren, wie du das einschätzt, jetzt vor dem Hintergrund der Queer Studies erstmal sozusagen quantitativ und wie du es einschätzt, also wie du das findest, also was die Bedeutung ist und wie du das also wie du das findest. Und die zweite Frage bezieht sich auf die Backlash-These. Es gibt eine ziemlich, also auch in sozusagen den feministischen Gender Studies gibt es eine ziemlich breite Debatte, zum Glück mittlerweile über Rechtspopulismus und Geschlecht. Und da gibt es Leute, die sagen, das, was wir da im Moment erleben müssen, nämlich so ein massiver antifeministischer und anti-LGBTIQ, also nicht nur queer, sondern sogar noch breiter, also auch gegen wie Ehe für alle und so sozusagen diese Politiken, dass man das nicht als Backlash, da gibt es Leute, die sagen, das sollte man nicht als Backlash beschreiben, das trifft es nicht ganz, sondern es ist ein bisschen was anderes. Andrea Petö, eine ungarische Historikerin, die aber viel auf Englisch und auf Deutsch schreibt, die argumentiert unter anderem so. Und wenn ich es jetzt richtig zusammenkriege, sagt die, Gender funktioniert als symbolischer Klebstoff, der verschiedene rechte Gruppierungen, auch unterschiedlicher Länder, die Rechten sind ja in der Regel Nationalisten und nicht internationalistisch drauf, sondern in ihrem Kontext. Also Anti-Gender funktioniert als symbolischer Klebstoff für Rechte in verschiedenen Ländern und auch zwischen rechtsgerichteten religiösen und politischen Kräften. Und da passt denen das gut in Kram, aber eigentlich ist es ihnen so ein bisschen egal, könnte man das so zuspitzen. Ja? Also es ist nicht ein Backlash sozusagen, der von Herzen kommt, so ich finde das jetzt wirklich problematisch, dass da irgendwie ein schwules Paar heiraten darf, sondern es passt mir gut in Kram, weil das irgendwie diese Verknüpfungsmöglichkeiten mit sozusagen oder rechte Koalitionsmöglichkeiten schafft. Wenn man sich jetzt überlegt, wie eine Alice Weidel oder so, ne, die lebt selbst in einer lesbischen Beziehung, hat damit ja auch kein Problem. Mich würde interessieren, wie du das einschätzt und also sozusagen die Frage ist nach dem Stellenwert der Backlash-These. Punkt. Danke. Vielleicht die Frage direkt zur Backlash-These, weil es ja auch andere Erzählungen gibt, die so ähnlich funktionieren. Also beispielsweise eine Ablehnung von Nachhaltigkeit als Elitenprojekt, das so geframed wird. Aber diese zunehmende frustrierten Teile der Arbeiterinnenschaft, die du gesagt hast, da bin ich nicht so sicher, ob es nicht doch wieder eher revanchistische Tendenzen gibt, weil die Gewalt zunimmt. Deswegen, genau, würde ich da schauen, ob es auch Möglichkeiten gibt. Also wir haben ja gerade feministische Debatten, Queer-Debatten, Nachhaltigkeitsdebatten. Wo sind da Allianzen, die auch gegen Macht und gegen Narrative voranbringen können? Danke. Also genau, das ist eigentlich Teil meiner Antwort auch so sehr in die Richtung, wie Daniela formuliert. Und ich finde, ich würde schon auch trotzdem ernst nehmen, und das finde ich transportiert der Begriff des Backlashs, obwohl ich nämlich dieser Klebstoff-These auch gar nicht widersprechen würde, sondern finde, ja, das ergibt total Sinn, auch das so zu analysieren. Und gleichzeitig aber, denke ich, schon geht es sozusagen bei der Rechten um ein Projekt, das eben in diesem Sinne wirklich also sozusagen das Narrativ. Uns geht es heute, und der Grund dafür ist, dass alles so liberal geworden ist und dass heute alle machen können, was sie wollen,
die Familie zerbricht sozusagen, weil sie nicht mehr geschützt wird und so weiter. Genau, der Mann ist nicht mehr, was er mal war und so, ja. Und das heißt, es wird eigentlich im Grunde noch so eine nostalgische Sehnsucht nach so vermeintlich irgendwann mal existierenden früheren Idealvorstellungen wird da aktiviert. Und das würde ich schon sagen, ist auch aktiviert, um eben genau diese Bevölkerungsteile im Grunde wieder in die Ecke zu treiben, die als politischer Akteur wahrgenommen werden für genau diesen Prozess, ne, der diesen Prozess irgendwie vorangetrieben hat. Und von daher, genau, würde ich sagen, widersprechen sich die auf jeden Fall nicht. Analyse, jetzt hat das auch den Geist, glaube ich, aufgegeben. Okay, verstehe. Jetzt habe ich darüber aber ganz kurz, gib mir mal ein Stichwort nochmal für die erste Frage. Ach ja, genau. Ah ja, ja, sehr gute Frage. Also, ich habe lange in Debatten mit Kolleginnen und Freundinnen von mir über so eine Frage, habe ich lange die Position eingenommen, ich finde, bei queerer Theorie und queerer Politik sollte es irgendwie immer noch dieses Attachment geben, also diese von Sexualität und soll ich näher irgendwie kommen? Und Sexualität und Geschlecht und Fragen von Begehren. Weil es für mich zu beliebig ist, zu sagen, queer ist einfach alles, was irgendwie fluide ist, was nicht eindeutig bestimmt werden kann. Und es gibt sozusagen aber eine Autorin, Margot Weiss heißt die, ist eine Anthropologin und die hat dazu genau erst vor kurzem, ich glaube vor ein, zwei Jahren, einen Text verfasst. Und die schlägt vor, im Grunde beide Perspektiven auf eine produktive Weise irgendwie zusammenzudenken. Das eine wäre für sie eher so eine engere Form queer zu fassen, also eben an so diese konkreten Gegenstände immer wieder rückzukoppeln. Und das andere wäre durchaus eine offenere Form auch weiter zu verfolgen. Ich selber bin so ein bisschen skeptisch aufgrund meiner eigenen sozusagen Theorieherkunft und ob das sozusagen so, also ob das so sinnvoll ist, das Queere per se, weil irgendwann, wenn es um die Verbindung geht, wird ja doch die Assoziation wieder mit Sexualität, Geschlecht und so hergestellt. Und ich bin so ein bisschen unsicher, ob die Idee ist, per se sozusagen eine prinzipielle Nähe zwischen dem, also queeren Fragen von Geschlecht und Sexualität mit dem, was immer irgendwie offen ist, was transgressiv ist, ne, zusammenzubringen. Weil ich finde, dass es auch eine Setzung ist, die sehr abstrakt dann wiederum ist, ne, und die sich nicht anschaut, gibt es vielleicht gesellschaftliche Bedingungen, unter denen es zum Beispiel total schlüssig ist und nachvollziehbar ist, eine sozusagen stabile Form von Geschlechtlichkeit etwa zu gern. Ja. Und wäre das nicht auch Teil eines queeren Projektes, diesen Wunsch und diese Begehren irgendwie und auch die sozusagen Autonomie, das machen zu können, auch zu unterstützen. Ne? Das ist sozusagen nur ein Beispiel, wo ich so denke, ich stehe dem so ein bisschen kritisch gegenüber, dass das Queere immer nur als das Nicht-Fixe und immer nur als das, was im Flug ist und nicht gefasst werden kann, oder so zu denken. Vielleicht daran anschließend, also da ging es jetzt ein bisschen auch darum, was sind so die neuen Normen, die wir setzen, und ich finde das sehr spannend, wer ist da quasi in der Fähigkeit, die Norm zu setzen, wer wird gehört und kann sich auch Gehör verschaffen, weil es ja da schon noch diese Diskussion gibt, denn von Untergruppen innerhalb von der queeren Community, also zum Beispiel bisexuelle Menschen, die sagen, ihr habt ein Entweder-Oder aufgemacht, oder nicht-binäre Menschen, die sagen, für uns funktionieren diese Kategorien von Sexualität gar nicht. Asexuelle Menschen, die sagen, schon die Grundannahme, allen Menschen Sexualität zuzuschreiben, ist falsch. Wie groß ist das als Thema innerhalb von den queeren Theorien und wie wird das auch diskutiert oder wird es überhaupt diskutiert? Meine Frage hat eher was mit der Formulierung der Kommunikation des Inhalts zu tun. Ich finde nämlich, wenn wir über Queer Theory reden, das ist ja ein sehr inklusiver Begriff, ne? Also da haben ganz viele Menschen, die aber
so wie Sie gesagt haben, ne, ganz unterschiedliche Auffassungen von Sachen haben, nehmen alle an irgendwas teil. Und was mir aufgefallen ist, dass der große Nutzen, der übermäßige Nutzen an Fachsprache eigentlich ja genau das Gegenteil erzeugt, ne? Das erzeugt Exklusion. Das erzeugt, dass viele Menschen, die eben nicht so einen hohen Bildung, wenn man das überhaupt so nennen darf, ne? Aber Menschen, die eben nicht so eine privilegierte Bildung haben konnten oder auch gar nicht wollten, dass die eigentlich gar nicht mehr folgen können. Ich musste heute mindestens 2 Fachbegriffe googeln und hatte eigentlich noch mehr Fragen. Und da frage ich mich, wieso kann man das nicht in einfacherer Sprache, zumindest wenn man im Dialog ist, vermitteln? Ich verstehe, dass es ein Buch ist und ein Buch darf auch auf jeden Fall Fachsprache haben. Aber wenn wir im Dialog sind, wieso nicht einfach angehen? Ja, ich meine, die Frage, ich würde das jetzt mal so zusammenfassen, die Frage von auch Heterogenität innerhalb von vielleicht queeren Zusammenhängen, oder? Und das ist ja schon auf jeden Fall sogar ein ganz wichtiger Themenbereich, auch Forschungsbereich, wenn man so will, innerhalb der Queer Studies. Und was oft da eben diskutiert wird, sind ja dann Fragen von, gibt es sozusagen eine öffentliche Wahrnehmung davon, sozusagen, was eine queere Community ist, was die LGBT-Szene ausmacht und so, die vielleicht aber gar nicht diese Diversität dann wiederum auch berücksichtigt, sondern wo eigentlich nur bestimmte Teile dieser Zusammenhänge irgendwie sichtbar werden. Das ist, glaube ich, eine Ebene da drin, die, denke ich, wichtig ist. Also klassischerweise wurde oft gesagt, dass es halt vor allem weiße, schwule, bürgerliche Positionen sind, die sehr viel stärker in LGBT-Kontexten eigentlich sowohl in der Öffentlichkeit wahrgenommen werden, als auch Einfluss haben auf die Politik, die gemacht wird, weil sie sozusagen mehr Ressourcen bündeln, weil sie bestimmte Räume zur Verfügung haben, Medien, Netzwerke und so weiter. Und ich glaube, dass das auch aktuell immer noch so ist, also dass das dass einer der großen Konflikte innerhalb der Szene und der Politik im LGBTQ-Plus-Kontext damit zusammenhängt, dass es eigentlich schon seit langem jetzt, aber aktuell, glaube ich, passieren da auch wirklich Verschiebungen, dass diese, ich nenne es jetzt mal etwas platt, schwule Dominanz innerhalb dieser diversen Zusammenhänge, dass die brüchig geworden ist. Und darauf reagieren sozusagen die ehemals dominanteren Parts in diesen Zusammenhängen auf unterschiedliche Weise, unter anderem auch mit starker Abwehr und auch mit, würde ich sagen, Ressentiments gegen diese Veränderungsprozesse, die auch innerhalb der LGBTIQ+-Zusammenhänge stattfinden. Und ein gutes Beispiel dafür ist, finde ich, zum Beispiel, dass ich finde, dass der Rückhalt, den Trans-Anliegen haben innerhalb der LGBTIQ+-Kontexte, dass der einerseits zwar da ist, aber dass es durchaus auch an vielen Stellen nicht verlässlich ist und dass es auch Gegenwehr gibt. Das muss man auch irgendwie ganz klar so sagen. Das ist so ein Punkt, der mir dazu auf jeden Fall einfällt. Und zu deiner Frage würde ich sagen, ja, es ist für mich total die wichtige Intervention, nenne ich es jetzt mal. Und ich habe sozusagen 2 Gedanken dazu. Das eine ist, dass ich musste an ein Buch denken, das noch nicht vor so langer Zeit, vor ein paar Jahren ist es erschienen, das heißt Queer Queer Studies, auch wieder aus den USA leider, von Matt Brims, ein Prof, der aber am College arbeitet. Und er hat dieses Buch geschrieben, um auch nochmal zu gucken, wie eigentlich Queer Theory kommuniziert, so haben sie es genannt, oder du? In welche Sprache wird es gepackt, aber auch im Grunde auf welche Welten, Lebenswelten und so wird da eigentlich eingegangen. Und ein Kritikpunkt, den er eben hatte, war zu sagen, dass halt in den USA die Queer Studies wirklich vor allem an den Elite-Unis halt stattfinden. Und dass an den Colleges, wo ja sehr viel mehr Ärmere, auch viel sozusagen, viel mehr Schwarze und
und andere rassifizierte Gruppen studieren, dass es dort viel weniger sozusagen Aufmerksamkeit dafür gibt. Die müsste eigentlich Queer Studies, die müsste Queer Theory im Grunde dort auch nochmal anders, eigentlich anders funktionieren. Ja. Und ich habe jetzt trotzdem gedacht, auch wenn ich diesen Kritikpunkt auf jeden Fall, also das nehme ich auf jeden Fall mit und so, weil ich das berechtigt finde zu sagen, dass ich vielleicht auch hier und da unnötig heute verkompliziert habe durch die Sprache. Idealerweise, aber ich kann auch sehen, dass das hier vielleicht nicht der Raum ist. Idealerweise wäre natürlich ein Raum, in dem wir uns so begegnen mit unterschiedlichem Vokabular und so, wäre ein Raum, in dem wir trotzdem dann sagen können, kannst du das nochmal irgendwie anders, habe ich irgendwie nicht verstanden oder so, ne? Weil du hast ja auch gesagt, also musst es dann googeln und so. Und eine andere Möglichkeit wäre ja zu sagen, hier, was hast du damit eigentlich gemeint? Irgendwie habe ich diesen Begriff noch nie gehört. Aber ich verstehe total, deswegen spiele ich den Ball nicht zurück an dich, weil ich verstehe total, dass dafür die Hemmschwellen ja auch total groß sind. Aber idealerweise wäre natürlich das so ein Raum, wo wir gegenseitig eben auch voneinander lernen können. Ne? Weil es ist auch was Cooles, finde ich, teilweise neue, vielleicht Wörter irgendwie dazu zu gewinnen, mit denen was Bestimmtes so auf den Punkt gebracht wird. Was vielleicht durch ansonsten nur so durch ganz lange Beschreibungen irgendwie geleistet werden könnte. Genau, das ist so ein Gedanke auch dazu. Ja, ich versuche es auch noch darüber hinaus schnell zu machen. Also meine Frage bezieht sich vor allen Dingen auf die von dir angesprochene These, dass die Hegemonie der Heteronormativität abgenommen hat. Und zwar ist die Frage insofern eigentlich recht salopp formuliert, aber neutral deskriptiv gemeint. Machst du das fest? Also ob das jetzt eine empirische Belastbarkeit hat oder eher eine theoretische? Zwei Kontexte würde ich zu der Frage noch ganz versuchen zu geben. Einmal eine theoretische in Bezug auf die die Butler-Argumentation des heterosexuellen Verweisungszusammenhangs, der in Bezug auf die Sexualität und die Geschlechteridentität reziprok ist, mag das live irgendwie für die Sexualität stimmen, für die freie Wahl, also in Anführungszeichen, des Geschlechts mitnichten. Und aus Anführungszeichen praktischer Sicht, ich arbeite für die Deutsche AIDS-Stiftung, stelle ich immer wieder fest, das, was du jetzt auch schon angesprochen hast, auch innerhalb der Community eine relativ stellenweise enorme Gegensätze, also fast schon diskriminierende, was verwundernd ist sozusagen. Und ich frage mich dann an der Stelle, wie das eben nun mal auch von mir aus mit einem heterosexuellen Zusammenhang, Verhaltenszusammenhang, Zusammenhang stehen könnte. Aber eigentlich die Frage, wie kommst du da drauf, dass das abgenommen wird? Ich wollte einmal fragen, ob es überhaupt einen einheitlichen anglosächsischen und deutschen Raum der Queer Studies gibt. Und wenn ja, was sind so die großen Unterschiede? Also, weil wenn es immer eine Befreiungstheorie ist oder eine Theorie, die Befreiung thematisiert, so, also kann es da überhaupt große Unterschiede geben? Und eine kurze Rechtfertigung, warum Queer Studies Fachwörter benutzen. Ich glaube, das ist von den Wissenschaften insgesamt ein Problem, dass sie es machen müssen, um als Wissenschaft anerkannt zu sein. Also ich habe vielleicht noch einen anderen Aspekt, wenn man davon ausgeht, dass in den 70er Jahren Homosexualität ja immer noch verboten war und ich als Ex-Polizist immer mit Verboten auch schon zu tun hatte, dann auch die Frage oder die Bemerkung vorhin, Crossdresser, ist das bekannt? Also in dieser Runde Crossdressing als Frage zu stellen, so nach dem Motto, wisst ihr, ich bin zum Beispiel Crossdresser und jahrelang, es ist mehrfach schon der Begriff aufgetaucht, Diskriminierung, Verbot hin und her. Ich würde mal sagen, ein Hauptproblem ist die Pathologisierung in der Gesellschaft. Also wenn ich zum Beispiel 30 Jahre Depressionen hatte, um überhaupt keine Chance zu haben, außer meinem eigenen Befassen damit, in den normalen Strukturen von Heilung oder so irgendwie mich wiederzufinden, da muss ich sagen, hat mir persönlich geholfen. Ich komme, wie gesagt, als Ex-Polizist. Es gibt viele Ansätze, auch in der Kriminologie, Labeling Approach. Ich würde also in dem Zusammenhang auch von Diskriminierung sprechen. Und ich fand den Vortrag super, aber insgesamt gesehen muss ich so ein bisschen in seine Richtung gehen. Wenn man das auf ein einfacheres Level heben könnte,
Also ich habe da überhaupt keine Probleme gehabt, dem zu folgen. Aber insgesamt gesehen wäre das vielleicht mal ein Aspekt wert, das auch zu berücksichtigen. Vielen Dank. Okay, dann würde ich das jetzt, wenn du mir verzeihst, nochmal als einen weiteren Hinweis oder Position zu dieser Diskussion, die wir jetzt schon in Widerspruch von mir an der Stelle, zu der Frage nach Heteronormativität, also wie ich das begründe, dass Heteronormativität als Norm nicht mehr hegemonial ist. Also ich fasse jetzt nochmal so ein bisschen zusammen, was ich teilweise ja auch schon immer vielleicht etwas verstreut in meinem Vortrag untergebracht hatte. Das eine ist, dass ich denke, es gibt eine extreme gesellschaftliche Mobilisierung und auch Gegenwehr bis hin zu physischer Gewalt, um sozusagen die Auflösung der heterosexuellen Norm zu verhindern. Und das ist für mich eigentlich schon ein Hinweis, und das ist auch mit Gramsci gedacht, das ist ein Hinweis darauf, dass sozusagen die Selbstverständlichkeit brüchig geworden ist. Es wird nicht mehr einfach ständig in der Mehrheit der Bevölkerung vertreten, die Position, dass Heterosexuelle mehr wert sind als Nicht-Heterosexuelle, dass sie mehr Nicht-Heterosexuelle und so weiter. Da hat es in diesem sexuellen Liberalismus, den ich ja eher als auch eine neue Form von Herrschaft dargestellt habe, hat es nichtsdestotrotz auch in diesem Gefüge schon durchaus eine Prozesse gegeben, die zu einer breiteren Akzeptanz geführt haben von unterschiedlichen Lebensweisen. Und das ist, glaube ich, auch etwas, was wir nicht ignorieren sollten und sagen sollten, alles ist eigentlich so wie immer. Ja? Sondern genau an diese Ausweitung von Akzeptanz ist, glaube ich, auch wichtig, heute anzuknüpfen. Und das ist jetzt mal sozusagen politisch gewendet, diese Frage. Ja? Weil das sind wichtige sozusagen das Partnerin immer noch in der Gesellschaft. Also, wenn man so will, in Teilen des Liberalismus. Ganz gesehen aber, es ist so, dass, also als ich Teenager war, gab es das noch nicht, sozusagen, dass mir alle Formen von Geschlecht und Sexualität zugänglich gewesen wären. Etwa übers Internet, aber auch irgendwie über ausgeprägte Subkulturen, teilweise jetzt auch in ländlichen Kontexten, ja. Und nicht nur sozusagen in ein paar wenigen Metropolen. Also da gibt es schon durchaus auch eine Ausweitung von nicht-heteronormativen Räumen. Das wäre ein anderes Motiv, was ich wichtig finde, oder eine andere Ebene davon, die ich halt wichtig fände. Und dann aber natürlich ganz klar auch die Frage der rechtlichen Überwindung sozusagen von Ungleichheit. Und das stimmt, da sind wir noch nicht sozusagen bei einer Gleichstellung, aber es ist doch unheimlich viel passiert in den letzten 30 Jahren, wenn man das nochmal sozusagen dem Zeitraffer sich anschaut. Ne? Ja, nach der Trennung, also inwieweit das wirklich als so getrennte Felder überhaupt betrachtet werden kann, weil Befreiung ist Befreiung und es gibt ja nicht eine US-amerikanische Befreiung und eine deutsche. Trotzdem ist es ja so, dass nochmal in verschiedenen lokalen Kontexten wird es ja durchaus nochmal anders ausbuchstabiert, ne? Also in den USA zum Beispiel knüpft es an eine Bewegungsgeschichte, die es so gar nicht gab. Also nehmen wir vor allem die Black Power-Bewegung, Bürgerrechtsbewegung, wo es auch viele Überschneidungen gab, dann mit einer queeren Theoriebildung. Ne? Oder auch aktuell sagen, es ist ein starkes Zusammengehen zu beobachten. Das finde ich überhaupt einen ganz interessanten Punkt noch zum Schluss. Also der nochmal zeigt, dass heute auch die Bewegungen anders funktionieren, die queere Inhalte und queere Positionen auch stärken und vorantreiben. Also sie sind nicht mehr nur, in Anführungsstrichen, gesehen in sozusagen so isoliert gedachten LGBTIQ-Bewegungen, sondern sie diffundieren in andere Bewegungen auch rein. Und das hängt natürlich damit zusammen, dass Queers und Transpersonen in allen möglichen sozialen Bewegungen ja eben auch präsent sind, ne? Und von daher würde ich sagen, ja, also natürlich gibt es trotzdem eine große Nähe zwischen genau diesen beiden Kontexten jetzt, deutschsprachig und USA oder englischsprachig. Das ist natürlich eine größere Nähe als jetzt etwa zum Beispiel zwischen Indonesien. Das ist einfach jetzt aus der Luft gegangen, ja, nur um irgendwie so einen Kontrast zu machen. Ja.
Es ist sehr schade, dass wir jetzt abbrechen müssen, aber so ist das manchmal. Es gibt zwei Trostpflaster. Nummer eins ist eigentlich ein großes, ist das Buch, also die Bücher, die man kaufen kann. Empfehle ich natürlich sehr. Draußen ist ein Büchertisch, auch der sei nochmal herzlich empfohlen. Trostpflaster Nummer zwei, wie sich so gehört, geht man mit dem Gast essen. Jetzt erstmal noch einen vierfachen Dank an die Hochschule, dass ihr das hier gehostet habt. Super, Katharina Hayek, du hast das alles organisiert oder ziemlich viel im Hintergrund. Tausend Dank allen euch und Ihnen fürs Kommen, Zuhören, Mitdenken. Sebastian hat auch ganz, ganz viel organisiert. Die Soziologie ist dabei. Und ganz wichtig, aber Mike war hier und hat vorgestellt, diskutiert und so weiter. Genau, ganz herzlichen Dank. Und alle, die jetzt nicht mitkommen, schönen Nachhauseweg. Und wie gesagt, das Buch ist empfehlenswert, beziehungsweise beide Bücher.